So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke. Ich weiß, was ich gestern vergessen habe. Meinen Weihnachtspullover mit dem T-Rex, mit der Weihnachtsmütze. Und wir wollen direkt starten. Adi und der Adventskalender. Nee, Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea. Obwohl der hier von Zoo Royal ist und Katzensnacks beinhaltet. Der Adi ist nämlich schon gespannt, was heute im Türchen Nummer 2 ist. Wir haben wieder ein Beutelchen. Das reiße ich wieder ab. Das stelle ich wieder hier hin. Das geben wir jetzt mal dem Adi zu naschen. Er hat gestern noch total toll mit seiner Feder gespielt. Ich habe ihn da kurz abgefilmt, in das andere Video am Ende mit reingepackt, falls ihr das gesehen habt, wie er da rumgemacht hat. Den Rest gebe ich dir jetzt hier rein, lieber Adi-Schatz. Nehmen wir mal deinen zweiten Kalender, weil der Adi ist so brav gewesen dieses Jahr. Der hat direkt 2 Kalender gekriegt, wo hier angeblich auch Spielzeug und Snacks sind. Gestern haben wir eine Feder als Spielzeug gehabt. Jetzt machen wir mal Türchen 2 auf. Das ist jetzt hoffentlich ein Snack. Das ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall eine Tür, die reißt mal weg. Und habe im Türchen Nummer 2 das hier. Das sieht aus wie Drogen im Beutel. Hier steht Blossen in Zorn, Hühnerbrust. Gefriergetrocknet, mindestens haltbar bis 9,23, Ergänzungsfuttermittel für Katzen. Adi, guck mal, ein Drogenpäckchen mit Hühnerbrust, gefriergetrocknet. Das müssen wir jetzt mal aufmachen. Boah, das riecht auf jeden Fall wie Fisch, genau. Guckt euch das mal an. Hühnerbrust, gefriergetrocknet. Schmeckt das? Kann man das essen? Er nimmt es auf jeden Fall erstmal mit, den Rest muss ich ihm nachher noch geben. Und wir kommen jetzt zum Bier-Adventskalender. Türchen Nummer 2 ist direkt hier oben, neben Türchen Nummer 1. Wir ziehen die Flasche wieder raus, wir stellen den Kalender hier hin und wir haben diesmal ein Eulchen Märzen. Das erinnert mich auch ein bisschen an das, was wir beim letzten Mal hatten. Da war auch irgendwie so ein Etikett, glaube ich, auch im Türchen Nummer 2. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit welchem Tier drauf. Also ich schütte dir das hier hin, esse das mal noch, damit es nicht mehr so riecht. Da war, glaube ich, auch im Türchen Nummer 2 eins drin, mit auch so einem Etikett irgendwie, aber in einer anderen Farbe, wo aber auch ein Tier drauf war. Das ist jetzt ein sehr glattes, pappiges Etikett. Ist an sich eigentlich 5,4% bernsteinfarbenes, raffiniert, vollmundiges, feinmalziges Märzen. Exklusiver Sondersud für Kalea. Das klingt an sich schon recht gut. Eulchenbrauerei.de 54. Sieht ja eigentlich jugendlich frisch aus. Aber so als Bier, weiß ich nicht. Da fehlt mir irgendwas, was ein typisches Bieretikett ist. Das sieht eher aus wie eine Limo oder halt wie irgend so ein anderes Getränk. Eulchen, Märzen mit der Eule drauf. Wie findet ihr das? Was sagt ihr zu dem Etikett? Ich finde es erfrischend. Ich finde es locker, gemütlich, jugendlich, frisch, packend. Aber mir fehlt irgendwas, was es zu einem Bieretikett richtig macht. Deswegen würde ich, glaube ich, nur eine 3 von 5 geben und es direkt mal öffnen, um mal zu schauen, ob es wirklich so eine tolle Farbe hat. Das hat übrigens dieselbe Farbe, so wie das Feuerzeug. Das passt gut zusammen. 3 von 5 bei Etikett. Da bin ich aber sehr streng. Ja, es kommt auf jeden Fall schon alles raus. Das sollte nicht so sein. 3 von 5 bei Etikett. Soll ich jetzt mal einfüllen? Wir haben es ja sonst immer geschafft, die ganze Flasche komplett in das Bierglas reinzufüllen. In der ersten Folge war ich ein bisschen übermüdig, da hat das nicht geklappt, da gab es so viel Schaum, dass das Bier nicht reingepasst hat. Jetzt ist es drin, wir schauen direkt mal auf die Farbe, es perlt wieder schön nach oben, wenn ihr das seht, das perlt richtig toll. Es hat eine schön goldige Farbe, ist nicht zu dunkel, ist nicht zu hell. Farbe finde ich richtig gut, sieht lecker aus, bisschen Schaum oben drauf, ich glaube ich würde hier auch eine 4 von 5 geben. Ich weiß gerade gar nicht, was man besser machen soll, aber wir dürfen jetzt noch nicht so hoch pokern. Also der kriegt von mir eine 4 von 5, obwohl das eigentlich perfekt aussieht, in meinen Augen. Wir riechen mal. Riecht unscheinbar.
Hat aber trotzdem irgendwie eine ganz leichte Biernote. Ist auf jeden Fall nicht so chemisch wie das letzte, was so extrem gestochen hat. Und das andere hat einen unangenehmen Geruch gehabt. Hier ist so eine kleine Biernote, aber ganz sanft. Ich würde bei Geruch hier 4 von 5 geben, weil das riecht angenehm. Das macht Bock auf mehr, das schreckt nicht ab. Probieren wir nochmal einen Schluck. Das Mainzer Bier, Bernsteinfarbenes, raffiniert vollmundiges, feinmalziges Märzen. Das Mainzer Bier Eulchen Märzen. Schmeckt nicht nach Spülmittel, schmeckt nicht zu herb, schmeckt nicht zu bitter, ist aber also auf jeden Fall keine 1, keine 2, eine 3, vielleicht im Mittelmaß. Irgendwie fehlt mir da was. Das könnte ein bisschen wuchtiger sein, ein bisschen... Ich würde eine 3 geben. Ich würde 3 von 5 Punkten geben. Trotzdem muss ich das nicht verstecken. Ist ein Allrounder, sag ich mal. Und ich glaube, das war's dann schon wieder von meiner Seite aus. Habt ihr auch so einen Kalender? Was habt ihr für einen Kalender? Habt ihr heute schon ein Bier getrunken? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Punkte könnt ihr wie immer unten zusammenzählen, hinschreiben. Ich trage sie in mein Heft ein. Wir sehen uns morgen beim Bierchen Nummer 3. Ja, 3 von 5. Eine 4 wird's nicht mehr. Schaum. Schaum, rette mich!